So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellung. Ich glaube, ich mache doch mal ein bisschen was lauter hier. Vielleicht erstmal auf 60 irgendwie in dem Bereich. Mal gucken. Ja, dürfte jetzt laut genug sein, hoffentlich. Wir spielen The Suicide of Rachel Forster. Ich glaube, ein... Ja, wie würde man sagen, Walking Simulator, aber ich habe nicht so wirklich eine Ahnung. Ich stürze mich wieder mal in ein unbekanntes Abenteuer. Neues Spiel. Meine liebe Nicole. Wenn man sich einen Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. So viel Papierverschwendung. Gott, oh Gott. Passt doch viel mehr auf das Blatt. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Muss ich jetzt irgendwas... Ach doch, ich kann vorwärts gehen, aber nicht zurück. Ich nehme an, ja, es ist die Beerdigung. Ich kann nur noch geradeaus, so wie es aussieht. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir, als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekühlt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast, in deinem Zimmer, das dir fremd war, und als du Duncan Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr im College gegen Abtreibung demonstriert hast. Ich hoffe, ich habe letztes Mal jetzt nichts unten vergessen. Ich habe mich bloß oben konzentriert. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden, bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal, es tut mir leid. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt. Benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für allemal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dort schon zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dass dir diesen Brief nach dem Tode deines Vaters aussendigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um und unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte, bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist das halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deiner Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter. 24.06.91. Okay, spielt also wieder in der Vergangenheit.
The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Jetzt sind wir also wahrscheinlich im besagten Hotel. Oh, die Maus ist ein bisschen langsam. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Mal gucken. Und ein Schneesturm tobt. Was wahrscheinlich irgendwie die Grundprämisse sein wird, dass wir hier nicht rauskommen. Ich hoffe, das ist kein Horrorspiel oder sowas. Oh Gott. Die ist ja... Langsam, alter Falter. Knopf. Strom aus, oder was? So, und das ist unsere aktuelle Karre. Hier steht noch ein alter Käfer. Wieso ist überhaupt das Licht an? Defekte Lampe. Wie kann ich mit irgendwas interagieren? Habe ich selbst eine Lampe? Nein, hier ist so verdammt dunkel. So, ein Moped steht da auch noch. Okay. Scheinbar darf ich nur durch diese Tür, oder? Aha, die ist auch schon angelehnt. Werkzeugkoffer. Wer ist denn Leonard? So, Check-in, Rezeption. Dann ist das hier die offizielle... Der Besucherparkplatz ist ja nicht viel Platz, du. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Okay, sieht alles schon so ein bisschen abgegrabbelt aus. Stand da gerade? Ach, da kommen wir nicht ran. Ach, das Büro. Okay.
unheimlich. Ich krieg schon wieder grad Gänsehaut. Ach, hat jetzt einer Ruf gesprochen oder was? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Waren das jetzt? Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? So, und das war... We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Okay, machen wir erstmal die Karte auf. Gibt's nicht vielleicht irgendwo einen Punkt Q, um die... Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Wieso war er denn überhaupt da? Kitchen Office. Ach, da ist Offices. Okay. Garage, da kommen wir her. Schade, aber... Ah, okay, das ist die Master Suite. Dass man nicht sieht, wo man aktuell ist. Na gut. Mich hat jetzt ein bisschen gewundert, da schienen ja noch alte Anrufbeantworter aus... Aufzeichnung zu sein, oder? Der Notruf, hat das noch was mit dem Selbstmord zu tun? Von der Rachel? Worum das Spiel ja scheinbar ja handelt. Und dann sollte ja eigentlich die Telefonleitung gekappt werden und trotzdem konnte uns der Anwalt jetzt hier anrufen. Wieso kann ich die nicht benutzen oder mitnehmen? Und da steht auch nie was dabei. Ich meine, was habe ich davon, mir das alles anzugucken? Zu drehen etc. Okay, Schränke können wir nicht aufmachen. Dad's Office. Finanzielle Unterlagen. Okay, der Weg scheint auch vorgegeben zu sein, zumindest erstmal. Okay, das sind also die Sachen von unserem verstorbenen Vater. August 83. Geschah da der Selbstmord? Ach du Gott. Da komme ich nicht. Mom, okay. Die war also die Sekretärin oder die Buchhalterin. Whatever. Geil, die Floppy Disk, ey.
Ist das ein Commodore? You are here. Ich denke, wir werden so oder so irgendwann zu diesem Raum kommen, wo die Schlüsse sind. Und da kommen wir in die restlichen Räume. Aber erstmal können wir uns hier unten auch umsehen. Ah, das Hotel. Alter, muss das so knatschen? Eispickel. Ein Glitterseil. Achso, da kommen wir eh nicht weiter. Gut. Mich wundert bei solchen Spielen immer, wer lässt denn immer überall das Licht an? Und wer hat das alles schon in Kartons gepackt? Da fehlen schon Bilder. Geil gemacht, dass man extra so sieht, dass dahinter die Tapete noch wie neu ist. Und der Rest quasi ein bisschen schon vergilbt. Aber ich frage mich, warum der Dreck hier rum sein soll. Oh, hier ist auch ganz schön Dreck. Aber an sich so cooler Schillbereich. Ganz ehrlich, für die Zimmeranzahl sind das echt zu wenig Platz in dem Keller. Draußen kann man wahrscheinlich auch noch parken. Oh, ist irgendwie Motion Blur an oder sowas? Das muss ich mal gucken, das nervt mich ein bisschen. Grafik? Episch. Hm. Wenn wir jetzt... Das ist immer so verschwommen teilweise. Wenn wir jetzt das erste Mal in diesem Hotel sind, wer hat sich hier schon um den Rest gekümmert? Unser Vater selbst? Unsere Mutter? Na gut, ich würde sagen, wir versuchen das vielleicht alles in der Zukunft herauszufinden. Das war's dann erstmal. Spitze, bedanke mich. Wie ist denn er? Ja?